Mama, Baby schläft. Schläft dein Baby? Ja. Und deswegen hast du das Tuch drüber gemacht? Oh, lass mal gucken. Mal hier auch. Oh, ja. Nee. Deck's mal wieder zu und dann kannst du noch mal singen. Warte, sonst. Mausi, du bist immer die beste große Schwester. Oh mein. Ich fress dich auf, ey, bist du süß. Was geht ab, Team Harrison? Schön, dass ihr wieder dabei seid. Oh nein, Joshi. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mir ist Joshi. Joshi ist auch ein schöner Name. Mir Baby Schiff. Wie heißt er mir? Josh. Josh, nicht Joshi, Josh. 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 Hi. Ja, heute haben wir uns gedacht, drehen wir ein Video, weil wir wissen immer noch nicht, was es wird, unser Baby. Und langsam können wir es auch nicht mehr abwarten, ne? Ja, die neue Nervosität steigt definitiv. Vor allem, und die Geduld weil wir, lässt weil wir langsam. Einfach schon wissen, unsere Frauenärztin weiß es, wir könnten es rein theoretisch schon wissen. Aber lange, wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Und deswegen haben wir gedacht, es ist eigentlich Zeit für ein richtig cooles Video. Und zwar wollten wir mal in den Videos so Namen, die uns gefallen, nennen. Also Mädchennamen und Jungennamen. Weil ja alles macht noch Sinn, offen ist. Weil wir, wie gesagt, nicht wissen, was ist jetzt. Sarah hat ja in ihrer Story eine Fragerunde gestellt, dass ihr die Möglichkeit habt, uns Vorschläge zu machen. Auch. Wie ihr, also weil wie ihr euch vorstellen könnt, wie unser Kind heißt, wenn es ein Junge oder ein Mädchen wird. Genau. Da sind wir schon richtig gespannt. Also das heißt, wir bauen euch hier auf jeden Fall mit ein. Und mit welchem Geschlecht fangen wir an? Ja. Mit Mädchen. Komm, wir fangen mit Mädchen an. Also es gibt eine coole App auf dem Handy, die heißt Schwangerschaft Plus. Und da kann man dann auch verschiedene Namen lesen. Da kann man dann so eingeben, welche Namen man haben will. Nationalität. Ja. Deutsch, amerikanisch, arabisch, australisch, brasilianische Namen und so. Sag jetzt nicht alle bitte. Kanadische, chinesische, oh, es sind echt viele, ey. Auf jeden Fall kann man da dann auch anklicken und sich so Favoriten aussuchen. Oh, dann kann das man die Speicher und so, ja. Yeah. Okay, also, dann fangen wir an mit Mädchennamen. Der Name war bei mir schon ganz weit oben bei mir und ich konnte den Domi irgendwie noch nicht davon überzeugen, aber ich liebe diesen Namen immer noch und ich kann mir immer noch so gut vorstellen. Das heißt, wenn wir nochmal ein Mädchen bekommen würden, dann finde ich Aria so schön. Aria Harrison. Schöner Name, gell? Ja, der Name ist nicht schlecht, aber der haut mich jetzt nicht um. Ja, zu viel Pretty Little Liars geguckt, aber der Name ist einfach toll. Und jedem, der den Namen sagt, sagt so, oh du Pretty Little Liars Opfer. Aber es ist ja so, man guckt so viele Sachen an, man hört so viele Sachen und dann bleiben halt gewisse Dinge in meinem Kopf. Und dieser Name, sag mal nochmal Aria. Jetzt suche ich mal einen aus. Also wir haben ja wie gesagt unsere Favoriten gemacht, aber unter anderem ist zum Beispiel auch Amy mit drinnen. Das finde ich jetzt aber nicht ganz so toll. Ja, Amy. Amy.
Also ich mag halt, ich mag extrem kurze Namen. Das ist mein Ding. Das ist so cool einfach. Aber Amy, ja, also hat schon auch was, finde ich. Aber, müssen wir mal schauen. Lana. Lana. Lana Harrison, finde ich auch voll toll. Lana ist ein schöner. Gell? Ich glaube, das muss wieder so ein Name sein, wo wir sagen, okay, der passt so perfekt. Weil das hatten wir ja bei Mia auch. Ja, bei Mia wollten wir eigentlich immer, also ich wollte immer, dass Mia eigentlich noch nur Rose heißt. Und dann kam irgendwann Mia dazu und dann war es Mia Rose. Und Rose nennt sie einfach niemand. Das finde ich voll schade. Mann. Ja, wir wissen auch noch nicht ganz sicher, ob das Kind nur einen Namen bekommt oder zwei Namen wie Mia auch. Ich bin dafür, dass wenn es ein Mädchen wird, dass sie auch einen zweiten Namen bekommt. Und wenn sie Junge wird? Der hat Pech gehabt. Echt? Nee, bei einem Jungen weiß ich es noch nicht, aber bei einem Mädchen... Domi hat auch einen zweiten Namen. Ich glaube, das weiß gar niemand, gell? Das wird doch keiner erfahren. Schatz. Punkt. Also, Domi, wie gesagt, Dominik, wenn wir Mädchen haben, dann könnten wir auch... Alles ganz ist ja nicht schlimm. Nein, ich finde es voll schön. Dominik Ferdinand Harrison. Nein, so heißt mein Opa, Schatz. Ich bin dein Opa. Ich sag die ganze Zeit, nämlich so halt Spaß, wenn wir einen Junge bekommen, kriegt er einen Namen und der zweite Name, der trägt den Namen von meinem Opa, also Ferdinand. Ich würde das voll süß finden. Auf jeden Fall, Schatz, willst du jetzt was gegen den Namen von meinem Opa sagen? Nein. Also, Dominik, sein zweiter Name ist, der heißt Dominik Emanuel Harrison. Ja. Voll süß, gell? Ja. Deswegen, also man könnte doch darüber nachdenken, dass der Junge auch einen zweiten Namen Können wir bekommt. Jetzt mal beim Thema bleiben? Ja. Okay, nächste. Nein. Was soll ich jetzt sagen? Jetzt kommt mein Favoritenname. Ah, okay, dann sag den mal. Den ich nennen möchte. Und zwar, aber auch nur als Zweitnamen, Ayana. Das heißt Aria Ayana Harrison. Ayana ist nämlich auch eine Blume. So wie Rose, Mia Rose. Welcher Name mir auch volle Kanne zusagen würde, nur noch nicht richtig, also wie man es dann schreibt. Da gibt es ja voll viele verschiedene Schreibarten, Varianten, heißt das so. Komm zum Punkt, bitte. Kyla. Kyla. Keiner. Kyla. Nein, Kyla. 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 Hör auf, Kyla. Kyla, nein. Du. Nein, ja, jetzt wisst ihr, wie wir das immer testen, wie das Kind heißen soll, indem wir schimpfen, sie rufen oder sonstiges. Muss alles schnell gehen. Laila. Aber ich glaube, so heißen auch viele Hunde, gell? Weiß ich nicht, aber Laila ist nicht so... Also, nichts gegen alle Lailas da draußen. Versteht mich nicht falsch. Aber dann haut mich jetzt nicht um. Luna. Ayla. Oh. Melody, hast du den noch da rausgesucht? Den habe ich da rausgesucht. Also, Melody finde ich schön. Also es sind echt alle schöne Namen. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt auch gleich mal rein, was ihr uns so für Frauenvorschläge gemacht habt, wie ihr euch vorstellen könnt, wie unser Mädchen heißen könnte. Lea. Ich finde Lea ist ein schöner Name. Oh, guck mal, hier steht Melody. So werde ich auf jeden Fall meine nennen, wenn es ein Mädchen ist. Guck, das hatten wir gerade. Dann können wir das jetzt nicht mehr machen. Melody. Harrison ist schon ein richtig schöner Melody, Name. Wahnsinn. Da steht jetzt auch Melody Layla, Ayana. Nicht Laila, Layla ist auch schön. Eva, Lia, finde ich zu ähnlich zu Mia. Zu ähnlich, definitiv. Anna. E-N-A, habe ich auch noch nie gehört. Nee, aber, Anna. Ist auch ganz süß, gell? Julia, Leonora, Niki, Mila. Mila finde ich auch zu ähnlich zu Mia. Luisa, Claire, ja, das war ja auch einen meiner Favoritennamen. Warum war es dann auf meiner Liste? Auf meiner Liste. Claire, sag mal Claire. Claire. Auch ein schöner Name. Claire Harrison. Livia. Claire Zoe. Ist echt ein schöner Name. Nee, Zoe heißt der Hund von Carina und Dennis. Aber Zoe ist schon ein schöner Name. Ja. Ich finde auch den Namen Liz so schön. Ich sag euch, wisst ihr, ich habe zu Liz gesagt, das ist ja meine Freundin. Echt? Ja, viele wissen das vielleicht da draußen. Habe ich zu Liz gesagt, Maus, kannst du mir nicht irgendwie das Leben retten? Und dann habe ich einen Grund, mein Kind nach dir zu benennen. Aber so finde ich das irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie nicht so cool, wenn man das Kind nach einer seiner besten Freundinnen benennt irgendwie. Madison. Square Garden. Oh, Tiara.
so cool ist. Tiara Harrison hört sich auch cool an. Ich tue es mal screenshotten. Ich muss mich hier nebenbei ums Baby kümmern. Dana, also es sind echt coole Namen dabei. Pia, Lina. Leana. Hey, voll cool, ey. Das sind voll viele Namen dabei, die gab's auf dieser App gar nicht. So eine Schlappe. Ich guck da jetzt mal noch drüber. Jetzt kommen wir zu... Jungsnamen. Ja! Wenn Mia ein Junge geworden wäre, dann hätte sie, da waren wir uns eigentlich sicher, Derek heißen sollen. Ja. Derek. Ja. Deswegen, also der Unsere Name... Unsere Freunde sagen auch schon, und wie geht's Derek oder sonstiges. Dabei wissen wir, wie gesagt, noch nicht, was es ist. Und der Ivan, also Mias Taufpate, sagt die ganze Zeit, egal was es wird ein Derek. Es wird ein Derek. Und wenn es ein Mädchen wird, dann heißt es... Derek. Derek. Aussprechen kannst du das schon mal. Okay, also wir haben auf der Liste stehen von Jungs. Ich finde das sehr interessant, weil das ist halt... es gibt so viele schöne... amerikanische Jungsnamen. Also wir haben zum Beispiel auf der Liste stehen... Kannst du meinen Kopf wieder mit in die Kamera tun? Danke. Caleb. Caleb, das ist auch von irgendeinem Film. Ja? Schatz, aus allen amerikanischen Filmen heißen die halt alles so. Wie High School Musical. Ja. Caden, ne? Caden finde ich nicht schön. Da finde ich Aiden schöner. Haben wir auch drauf. Aiden. Aiden Harrison. Aiden Ferdinand Harrison. Der Name ist schön. Dylan? Dylan. 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 Du konntest ihn jetzt schon nicht richtig aussprechen. Ja, deswegen. Luis. Luis ist auch ein schöner Name. Jordan. Jordan, ich kann mein Kind niemals Jordan nennen. Weil es immer, egal wer Jordan heißt, ob mit Vor- oder Nachnamen, es wird immer mit Michael Jordan verglichen. Jordan finde ich voll schön. Jason. Jason Derulo. Ich hoffe, das sieht er nicht. Jason ist ein wunderschöner Name. Jason Samuel. Harrison. Nein, Schatz, Spaß, jetzt beiseite. Jason. Da kann Samuel nicht mithalten. Aber ich merke, wir sind uns aber weißt du, welcher Name mithalten kann? Liam. Liam. Sag mal Liam. Liam. Liam ist ein wunderschöner Liam Name. Liam Harrison ist echt ein schöner Name. Oder Levi. Levi ist auch schön. Was ich auch richtig schön finde, ist Son Goku. Schatz, warum? Son Goku. Ja. Wo ich damals klein war, ich wollte mein Kind, ich habe immer gesagt, wenn ich irgendwann mal einen Junge bekomme, wird das Sebastian heißen. Aber auch mit SCH. Sebastian. Sebastian. Nee. Jetzt gehen wir natürlich noch auf die Namen, die ihr uns geschickt habt, auf Instagram. Matteo. Matteo heißt aber der Kleine von deiner Cousine. Das ist echt schöner Name. Milo. Habe ich auch noch nicht gehört. Mhm. Voll witzig, hier steht auch Liam, Liam, Jaden. Hatten wir Jaden? Jaden hatten wir drauf, gell? Nee, Jason hatten wir. Jaden ist schön. Ich muss screenshotten. Ich muss danach mal ganz in Ruhe nochmal durchgucken und alles aufschreiben. Also da kommen auch Namen, wo wir denken, das passt gar nicht zu uns. Das, wenn ihr das so seht, ich finde es nur so witzig. Lars, Felix, Marco. Max. Simon. William, Anton, Emil, Oskar. Okay, nein, wir suchen jetzt nochmal die schönen raus, okay? Moritz. Schatz, das passt auch nicht zu uns. Dowie ist auch wieder Damian. Ja. Damian ist auch ein schöner Name. Damian. Damian, Damian. Aber in Deutschland wird er eh Damian genannt. Ja, dann ist nicht mehr so cool. Zane. Sag nochmal. Zane. Nochmal. Einmal noch. Zehn. Zehn. Luan. Nein, das. Luan Harrison hört sich auch schön an. Sascha. Oder. Lion. Lion? Das ist schon auch geil. Der hat auch wieder so coole Bedeutung. Lion. Lion Harrison. Liam Lion Harrison. Boah, das ist schon ein bisschen zu viel. Bisschen zu viel. Wie ihr sehen könnt, ist das gar nicht so einfach.
Ja, obwohl wir schon eine, wenn man so mal die Namen so alle vergleicht, die haben schon alle so eine Ähnlichkeit. Ja, so, ja. Also vor allem bei den Jungsnamen, finde ich, hören die sich schon alle sehr ähnlich an. Jason, also, Jaden, Jordan, Aiden, Jordan, Dylan, Caleb, Caden, so, also es ist alles so. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Jetzt müssen wir erstmal erfahren, was es wird. Ja, und es passiert bald. Also wir kommentiert auf jeden Fall mal drunter, was ihr so für Favoriten habt. Ja, also wir haben ja bald die Geschlechterparty mit unseren Freunden, mit Familien. Wir werden das dann auch versuchen festzuhalten, zu filmen und dann kurz darauf. Geschlechterparty. Ja, ich sag immer. Ja, weil ich sonst immer Genderparty. Ich habe immer Gender Revival, aber das heißt Gender Revival, das heißt Gender Reveal oder so. Ja, auf jeden Fall, die Geschlechterparty, hört sich doch ganz okay an. Und kurz darauf werden wir dann euch ja auch berichten. Also es wird jetzt nicht mehr lange dauern. Aber wir können es nicht mehr aushalten. Ja, und dann können wir uns genau auf ein Geschlecht konzentrieren. Und dann haben wir noch so viele Wochen. Ich bin jetzt übrigens schon im 5. Monat in der 18. Schwangerschaftswoche, was ziemlich krass ist, finde ich. Schon ziemlich weit. Bist du in der 8. 8. sind wir heute ja gekommen. Das müssen wir feiern. Ja, oh, es ist so eine spannende Zeit. Wir freuen uns so sehr. Und wie gesagt, wir werden euch auch dann den Namen auch wahrscheinlich schon wieder vorher verraten. Bei mir haben wir es auch schon vor der Geburt verraten, gell? Ja. Schauen wir mal. So wie es läuft, so läuft es. So wie wir lustig sind, so kommt's. Das sind wieder Aussagen. Ja. Oh, Schatz. Was passiert? Wir haben ganz vergessen, jemanden zu grüßen. Wir haben so viele Namen genannt, da war doch bestimmt einer dabei. Gegen die Grüße an alle. Liam, Lian, Jaden, Aria, Peyton, Phineas, an alle Namen, die wir heute genannt haben. Ganz liebe Grüße von uns an euch. Wenn du auch gegrüßt wenn ihr auch gegrüßt werden möchtet, lasst auf jeden Fall ein Like da und ein Kommentar mit dem Hashtag Team Harrison. Es war heute alles wieder ein bisschen durcheinander. Wir sind schon wieder zu aufgedreht. Naja. Ich weiß gar nicht, was du hast, Mann! Also, ciao. Aber müssen wir noch irgendwas sagen? Nee. Okay, tschüss.